jetzt der Sozialsprecher der Grünen. Herr Präsident, Herr Bundesminister, meine sehr geehrten Damen und Herren, eigentlich denke ich mir, könnte die Sache ganz einfach sein, oder? Alle, hoffe ich oder hätte ich gehofft, muss ich ja inzwischen sagen, alle sind wir doch gegen Lohn- und Sozialdumping, oder? Oder, Herr Strache? Haben Sie irgendwann in Ihrer Rede einmal gesagt, dass Lohn- und Sozialdumping in Österreich unerwünscht ist? Haben Sie es irgendwann einmal gesagt? Nein, Sie können es nicht sagen, Herr Strache, weil Sie tatsächlich, und da muss ich differenzieren, auch zwischen Ihnen und dem PZÖ, weil Sie tatsächlich ganz offensichtlich die einzige Partei sind, die sich mit Händen und Füßen dagegen wehrt, dass Lohn- und Sozialdumping wirklich effektiv bekämpft wird. Ich erkläre es Ihnen, Herr Strache. Ich sitze seit 1994 im Nationalrat und ich kann mich gut und gerne erinnern, dass uns über all die Jahre immer wieder ein Antrag begleitet hat, der immer von den Freiheitlichen in ihren wechselnden Varianten gekommen ist, nämlich, dass die Beschäftigung von Ausländern hier leichter möglich werden soll, aber nur als Saisonniers, nur im rechtlosen Stadium. Nur wenn bestimmte Sozialabgaben gestrichen werden, dann war und ist die Freiheitliche Partei in der Vergangenheit immer dafür gewesen, dass man sie beschäftigen darf, wenn sie also billiger sind. Das ist Lohn- und Sozialdumping, Herr Strache. Das ist die Politik, die Ihre Freiheitliche Partei über die Jahre hinweg immer vertreten hat. Ja, Sie wollen nicht, dass die Menschen, die hier aus dem Ausland hier beschäftigt sind, zu gleichen Löhnen und zu gleichen Rechten beschäftigt werden wie Inländer. Da sind Sie strikt dagegen. Da wehren Sie sich und sagen, Zuwanderung, Wahnsinn, alle überfallen uns. Aber Sie waren immer dafür in der Vergangenheit und ich merke es auch heute. Ich merke es auch heute, wie Sie sich wehren, Maßnahmen gegen Lohn- und Sozialdumping zu setzen. Und für alle, die das nicht wissen, das sind zum Beispiel die Zuschauerinnen und Zuschauer, für alle, die es nicht wissen, man kann über diese Maßnahmen, die wir hier heute beschließen, geteilter Meinung sein. Und Sie wissen es, vor allem die Kolleginnen und Kollegen von der ÖVP, wir sind mit vielem nicht einverstanden in dieser Form. Man kann geteilter Meinung sein, dass da wirklich effektiv kontrolliert werden kann, wenn man weiß, die Kapazitäten bei den zuständigen Behörden. Ja, über alles das kann man unterschiedlicher Meinung sein. Aber eine Voraussetzung gibt es dafür. Man muss bereit sein, dieses Gesetz auch ändern zu wollen. Es gibt von uns einen umfassenden Abänderungsantrag. Wir haben uns mit den Fraktionen außerhalb des Ausschusses auch zusammengesetzt, haben ihnen Vorschläge übermittelt, was verbessert werden könnte. Die Freiheitlichen haben am Anfang gehört, Lohn- und Sozialdumpinggesetz, da fallen uns die Hände ab. Nichts ist von Ihnen gekommen. Sie lassen auch heute noch, Entschuldigung, Herr Strache, Sie reden, okay, Fraktionschef, okay. Sie lassen heute den Außenpolitiker, den Wirtschaftler reden, aber die Leute, die im Ausschuss drinnen waren und auch im Ausschuss schon weitgehend Schmähstart waren, die dürfen da herinnen nicht einmal zu dem Thema an vorderer Stelle etwas sagen. So schaut es aus mit der Freiheitlichen Partei. Das ist bezeichnend für Ihre Haltung und Ihren Umgang mit diesem Gesetz. Das ist bezeichnend. Ich sage Ihnen noch eines, was bezeichnend ist. Es gibt eine Bestimmung in diesem Gesetzentwurf, die verlangt die verfassunggebende Mehrheit. Diese Bestimmung ist uns wichtig. Viele andere Bestimmungen könnten geändert werden. Da ist die Frau Kollegin Glawischnik, falls Sie sehen wollen. Ja? Sitzt dort nicht immer vorne. Es gibt eine Bestimmung in diesem Gesetz, die ist uns wichtig. Und die ist auch wichtig für alle, nämlich dass Land- und Forstarbeiter und damit auch Erntearbeiter ebenfalls vom Lohn- und Sozialdumpinggesetz erfasst werden. Die sind nämlich derzeit durch Landesgesetze geregelt. Und man möchte meinen oder hoffen,
dass eine freiheitliche Partei, aber auch ein PZÖ wenigstens für diese Bestimmung eintreten. Ja, das sind ja wirklich die Ärmsten der Armen, die teilweise zu unmenschlichen Bedingungen arbeiten müssen, auf den Feldern, als Saisoniers, bei der Erdbeernte beispielsweise. Alle müssten dafür sein, alle. Es kann niemanden geben, der eigentlich sagt, ich will nicht, dass die gleichen Rechte haben. Die FPÖ führt es uns vor. Die FPÖ ist dagegen, dass diese Bestimmung Verfassungsrang erhält. Und das, Herr Strache, das müssen Sie erst einmal widerlegen, dass Sie weder mitgearbeitet haben, dass Sie weder dafür sind, dass diese Gruppen die gleichen Rechte haben, dass Sie weder dafür sind, dass wirklich effektive Maßnahmen gegen Lohn- und Sozialdumping eingeführt werden und dass Sie beispielsweise die Kutzpe haben, sich hier herauszustellen und zu sagen, wir sind für ein Mindestlohngesetz, obwohl Sie es vor 3 Monaten niedergestimmt haben, wie das da herin im Parlament war. Nichts ist von Ihnen zu erwarten im Einsatz für soziale Rechte von Inländern, von Ausländern, die hier in Österreich beschäftigt sind. So schaut es aus. Und nicht einmal die Unternehmen wollen Sie schützen, die hier zu reellen Bedingungen arbeiten wollen.